Hey, da seid ihr ja schon wieder. Wie schön. Ich habe ein kleines Rätsel für euch. Oder besser gesagt, ein großes Rätsel. Und interaktiv ist es auch. Und zwar so, dass der Algorithmus das gar nicht mitbekommt. Ihr braucht nur einen dicken Marker. Und hier seht ihr jetzt ein Skelett. Zeichnet jetzt eine Linie um das Skelett. Und zwar so, wie ihr euch das passende Tier dazu vorstellt. Lasst euch ruhig ein bisschen Zeit. Ich stelle schon mal die Frage von diesem Video. Woher wissen wir, wie Dinosaurier aussahen? Ob die Frage ein versteckter Hinweis war, wie das Tier ausgesehen haben könnte? Ich hoffe übrigens, dass ihr keine wasserfesten Marker genommen habt. Die kriegt man immer so schlecht vom Display runter. Jedenfalls war das gerade genau die Situation, in der sich Paläontologen regelmäßig wiederfinden. Wenn sie irgendwo Knochen gefunden haben, die versteinert in der Erde liegen. Und alle wollen wissen, aber wie sah das Tier denn aus, als es noch lebendig war? Und wo war es lebendig? Im Wasser? An Land? In der Luft? Gute Fragen. Wo soll man da nur anfangen? Am besten mit den Fossilien. Denn fast alles, was wir heute über Dinosaurier wissen, startet mit den Fossilien, die ausgegraben wurden. Vielleicht kurz, was ein Fossil eigentlich ist. Ein Fossil ist mindestens 10.000 Jahre alt. Es ist das, was in all den Jahren von einem prähistorischen Lebewesen oder seinem Verhalten übrig geblieben ist. Und all den Jahren sind im Fall von Dinosauriern etwa 66 Millionen. Da ungefähr starben die letzten ihrer Art aus, nachdem sie ca. 180 Millionen Jahre auf der Erde lebten. Ja, das ist sehr lang. Nur mal zum Vergleich, das ist die Zeitspanne der Dinosaurier und so lange sind wir Menschen in der ein oder anderen Form schon auf der Erde, ungefähr 3 Millionen Jahre. Wobei die neueste Version, Homo sapiens, gerade mal 300.000 Jahre alt ist. Fossilien kann man fast überall finden, in Meeresböden, Höhlen oder Vulkanasche. Es gibt hauptsächlich zwei Kategorien von Fossilien. Erstens Körperfossilien. Das sind, wie der Name schon vermuten lässt, Teile vom Körper, also Knochen oder Zähne. Und zweitens gibt es Spurenfossilien. Das sind sowas wie Fußabdrücke oder versteinerte Exkremente. Aber was verraten jetzt zum Beispiel so ein paar versteinerte Knochen über das Tier, das sie mal waren? Paläontologen können mit Hilfe der Knochen das Skelett nachbilden. Das lässt schon viele Rückschlüsse zu auf die Körperhaltung und die Art und Weise, wie sich das Tier bewegt hat. Und natürlich auch, wie groß es war. Und anhand der Knochen kann man auch auf die Muskeln schließen. Das Problem bei Muskeln und allen anderen weichen Körperteilen ist nämlich, dass die eher selten zu Fossilien werden. Wenn aber bei den fossilisierten Knochen Narben und Unebenheiten zu sehen sind, dann könnten die von der Muskulatur der jeweiligen Gliedmaße kommen. So wären Rückschlüsse auf die Muskulatur möglich. Es kann auch helfen, die Knochen mit Tieren zu vergleichen, die heute noch leben und von denen man weiß, dass sie nahe Verwandte von Dinosauriern sind. So kann man auch auf bisher noch unbekannte Merkmale der versteinerten Tiere schließen. Und ja, es gibt direkte Nachfahren der Dinosaurier. Ich stelle mir immer vor, dass ein Tyrannosaurus Rex sich so bewegte wie ein Huhn, nur in viel größer. Macht ihn direkt viel weniger furchteinflößend. Und was ihn noch weniger schrecklich werden lässt, das erzähle ich gleich. Natürlich wird bei neuen Fossilienfunden auch versucht, Erkenntnisse von schon erforschten Dinosauriern zu übertragen. Zum Beispiel dieser Hautabdruck. Der stammt von einem Edmontosaurus, gefunden in North Dakota in den USA. Die beiden Forscher Phil Manning und Tyler Lyson haben sich intensiv mit diesem Abdruck beschäftigt. Sie untersuchten die Struktur und die Zusammensetzung der Haut. Mit den Ergebnissen ließen sich dann Hypothesen darüber entwickeln, wie die Haut bei anderen Dinosauriern war, von denen bislang keine Hautabdrücke gefunden worden sind. Und obwohl die meisten Spuren versteinert sind, ist es die Forschung interessanterweise überhaupt nicht. Da ist sehr viel in Bewegung. Zum Beispiel, in versteinerten Federn wurden Spuren entdeckt von Bakterien, die Federn abbauen. Zumindest dachte man das zuerst. Später fanden dann Jacob Winter und sein Team heraus, dass die vermeintlichen Bakterienüberreste Melanosomen waren. Das sind Zellteile, die Melanin enthalten. Melanin färbt die Haare von Säugetieren und die Federn von Vögeln. Dank dieser Melanosome in den Fossilien versucht man, die Farben verschiedener Dinosaurier zu bestimmen. Dabei wird auch verglichen, welche Melaninkombinationen welche Farben bei heutigen Vogelfedern erzeugen. Wobei die Forschenden dabei immer noch rumrätseln. Jedenfalls werden diese Erkenntnisse dann auf die Dinosaurierfunde übertragen. Und das geht nicht nur bei Federn,
auch bei Fell. Das machte eine der bisher modernsten Dinosaurier-Nachbildungen möglich, Psittacosaurus. Sieht ganz anders aus als die Dinosaurier, mit denen ich aufgewachsen bin, wie zum Beispiel Tyrannosaurus Rex. So haben wir uns kennengelernt. Wie viele andere Theropoden auch, mit vollständig sichtbaren Zähnen. Passend für so eine schreckliche Echse und sehr ähnlich, wie wir das heute von Krokodilen kennen. Die haben ja gemeinsame Vorfahren. Man sieht eine Ähnlichkeit ein bisschen an den kurzen Ärmchen. Aber eben nicht am Mund. Denn interessanterweise fand man durch Vergleich von Schädellängen und Zahngrößen verschiedener Dinosaurier und andere Reptilien raus, dass Theropoden wie T-Rex wahrscheinlich Lippen hatten. Also nicht so wie wir, eher so wie Komodowarane. Ja, dadurch sehen sie viel ungefährlicher aus, aber lasst euch nicht täuschen, allein die Spucke von einem Komodowaran kann einen Menschen töten. So viele Darstellungen von Dinosauriern. Wem haben wir die eigentlich zu verdanken? Paläokünstlerinnen und Künstlern. Heißt, das sind Leute, die sich zum einen sehr gut mit Paläontologie auskennen und die sich künstlerisch betätigen. Natürlich mit ein bisschen künstlerischer Freiheit. Immer im Rahmen der Faktenlage, was ja völlig okay ist. Es gibt ja keine Fotos von damals. Da sind wir also ganz klar auf die Fantasie von anderen angewiesen. Ein Beispiel. Weil von den meisten Dinosauriern nur versteinerte Knochen übrig sind und Paleo-Artists wahrscheinlich auch gerne zeigen wollen, wie gut sie sich mit der Anatomie auskennen, sehen viele Dinosaurier aus, als würden sie gerade aus dem Fitnessstudio kommen und immer noch ihre Leggings tragen mit Animal Print. Sprich, diese Tiere scheinen nur aus Haut und Muskeln zu bestehen, ohne ein Gramm Fettgewebe. Das bringt mich zu dem Knochenrätsel vom Anfang zurück. Wenn ihr einen wasserfesten Marker benutzt habt, dann wird euer Umriss noch auf dem Display zu sehen sein. Ich blende noch mal kurz das Skelett ein. So, und jetzt überlegt mal, wo denn bei diesem riesigen Tier vielleicht Fettgewebe und andere Weichteile sein können. Ich zeig's euch. Das ist ein Pottwal. Nur anhand der Knochen sehr schwer zu erkennen. Also, wenn man kein Fan von Walen ist. Grüße nach Sachsen-Anhalt, wo die wenigsten gern zu Walen gehen. Jedenfalls, deshalb ist es auch so wichtig zu wissen, wie der Lebensraum von solchen Tieren aussieht. Wale zum Beispiel leben im Wasser und brauchen deshalb eine dicke Schicht Blubber zum Schutz vor Auskühlung. Paleo-Artists sind heutzutage sehr viel mutiger bei der Interpretation der Fakten. Mark Witten zum Beispiel. Er ist Paläontologe und Künstler und er veröffentlichte diese Darstellung von Camarasaurus supremus. Diese Art lebte in einer sehr trockenen Umgebung. Mark Witten hat den Dinosaurierkörper entsprechend angepasst mit einem Fettbuckel zur Energiespeicherung, wie bei Kamelen. Ist spekulativ, widerspricht aber nicht den Fakten, die man über diese Sauropoden hat. Ein anderes Beispiel von einem anderen Paläontologen und Künstler, Darren Nash. Er hält es für möglich, dass Dinosaurier mit knöcherner Halskrause, wie zum Beispiel der Triceratops, vielleicht deswegen so große Nasenlöcher hatten, weil sie aufblasbare Nasenballons besaßen, sowie Klappmützenrobben. Liebes ZDF-Magazin Royal, falls ihr für ein Update eures Maskottchens noch mehr Infos braucht, meldet euch. Ich muss sehr ehrlich sagen, ich finde diese neuen Dinosaurier gar nicht so schlecht. Am erstaunlichsten aber ist, wie Paleo-Artists aus vergleichsweise wenig Informationen solche Bilder entwickeln. Und wer weiß, vielleicht sahen die Dinosaurier nochmal ganz anders aus. Was meint ihr? Ich meine, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss, bis dahin.